So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PlayerUnknown Battlegrounds. Heute mit mir, dem Crusader. Ja, ich wollte mal ein bisschen was anderes spielen und dachte mir, ich nehme mal eine Runde für euch auf. Ich habe hier angenehme 182, 183 FPS bei der Aufnahme, also absolut kein Problem. Hell loose, zerreißt einfach jetzt mal meine Grafikkarte. Und ich merke gerade, ich kriege die Karte nicht auf. Ich muss das Mikrofon noch ein bisschen höher stellen. So, weil hier in dem Spiel habe ich meine Karte noch auf M. Wir kennen die. Eine meiner Lieblingskarten. Früher oft gespielt. Meistens startet es mit einem Kampf. Ich möchte möglichst lange am Leben bleiben. Das heißt, ich werde jetzt am Anfang versuchen, nicht zu kämpfen und fliege nach Zababa. Ich springe auch relativ spät raus, ist alles so gewollt. Ich will versuchen, diese Runde zu überleben. Es ist meine zweite Runde. Ich glaube, ich bin jetzt Level 12 oder sowas. Und mit Level 80 kann ich erst an dem Ranglistensystem teilnehmen. Schade eigentlich. Aber wahrscheinlich liegt das dem Grund, dass man vorher die ganzen Cheater rausziehen will. Irgendwie sowas wird es sein. Ich kann mich noch an viele alte Regeln von früher erinnern. Allerdings leider nicht an alle. Hier kommt einer mit. Ist der besser abgesprungen als ich? Nein, der ist schlechter abgesprungen als ich. Das ist schon mal gut. Der will aber, glaube ich, trotzdem mit. Das heißt, da werde ich mich jetzt beeilen müssen. Der Gegner, falls denn hier jetzt einer ist, dürfte jetzt auch schon eine Waffe haben. Das Spiel wird testen, was ich kann, wahrscheinlich in den Ranking-Spielen hier vorher. Das Gimmick mit der Lok da. M416. Spiele ich lieber. Habe ich eben schon eine Runde gespielt. Kenne ich mich gerade aktuell ein bisschen besser mit aus. Ich muss wie Sau aufpassen, Alter. Ihr merkt schon, meine Grafik ist relativ weit low wieder. Das hat den einfachen Grund, dass ich möglichst viele FPS haben möchte und 141 sind sogar für mich mal ausreichend. Ich nutze sehr die dritte Winkelkamera. Bin ich noch von früher gewohnt aus den Ranglisten und Wettkampfspielen, die es damals gab. Gibt es heute alle nicht mehr. Sind jedenfalls nicht so in der Form, glaube ich. Bin gerade schon ein Spiel gespielt, bin dabei Erster geworden. Es war relativ einfach. Was wahrscheinlich wirklich damit zusammenhängt, dass ich in Anführungsstrichen quasi neu das Spiel wieder anfange. Ich habe es schon lange gespielt. Ich habe 53.000 PBs noch auf meinem Konto. Kann damit nichts mehr damit anfangen. Kann ich, glaube ich, immer noch die Kisten kaufen. Das werde ich nachher mal machen. Der war sehr close. Irgendwo unten am Berg. Ist dann da unten? Da unten ist eigentlich gar nichts. Ach, ich kann meine Waffen noch auf einzelnen Dauerfeuer umstellen mit. Hui! Oh Junge, hat ihn verrissen mittlerweile.
der die rechte Winkelkamera benutzt, bin ich gleich tot. Oder auch nicht. Ja, die ist okay. SLR hatte der. SLR ist stark. Ich behalte das G36, das war jetzt echt nice. Die lege ich dafür ab, aber ich brauche die Attachments vielleicht nochmal. Ich treffe hier gar nichts, Alter. Jetzt. Ist der stehen geblieben? Toll. Oh, oh. Hä? Sind das Bots oder was ist hier los? Das war zutiefst eigenartig, aber der hat auch was gelootet. Der kann also nicht AFK gewesen sein. Aber jetzt nehme ich wieder die M416. Weil da ist nämlich ein Attachment, das hätte ich gerne dafür. Das werde ich ausprobieren. Weil es mega riskant ist, eigentlich so hier rumzulooten, wie ich das jetzt gerade mache. Das ist super dumm. Ich will euch nicht raten. Ein Auto kommt, ihr seid instant weg. Wofür soll diese Stachelfalle sein? Ich werde sie mal an die Tür legen. Long Range scheine ich die Leute nicht mehr wegsprayen zu können. Vielleicht fehlt mir da aber auch nur einfach ein bisschen das Gefühl aktuell noch fürs Aim. Kann gut sein, dass mir das an der Stelle da noch fehlt. Oh, die Runden scheinen schneller zu sein als früher. Mal gucken. Ich achte mal genau auf den zeitlichen Counter. Sehe ich es ja. Das kann ich da nicht mehr verwenden. Schade. Sieht einfach nur cooler aus, hat jetzt keinen Nutzen. Kohle brauche ich eigentlich auch nicht noch eins. Stachelfalle, die werde ich jetzt mal ausprobieren. Ja, das scheint, das ist für Autos das Ding. Kann ich auch nicht wieder mitnehmen. Ich werde jetzt mal nicht drüber laufen, vielleicht bringt sie eine um. Ist relativ nutzlos, glaube ich. Wenn man ein Auto drüber fährt, dann hat er echt beide Augen zu. Noch keine Handgranate. Was will dieser Zug hier eigentlich? Der fährt die Schienen hin und her. Den fährt doch nicht wirklich einer mit, oder? Für mich taugt der Zug jetzt so direkt nichts. Aber es kann sein, dass die Zone sich jetzt so schnell zusammenzieht,
dass man diesen Zug braucht, aber ich habe nur einen Medikoffer. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich brauche ein bisschen mehr als einen Medikoffer, bitte. Wo wollten die eben eigentlich hin? Wo sind die alle hingelaufen? Gibt es hier irgendwas auf der Karte, was ich noch nicht kenne oder so? Ich meine, eigentlich war das die falsche Richtung, ne? Normalerweise, früher hat man keine Schuhe getragen in dem Spiel. Jetzt trage ich hier Schuhe. Oder gerade einer vom Auto überfahren. Coole Anzeige. Jo, die Zonenzeit ist um einiges kleiner. Das heißt, um in die nächste Zone zu kommen, muss man um einiges schneller sein. Es geht jetzt viel schneller ums Eingemachte, viel schneller um die Wurst, viel schneller geht es ans Ende. Das ist echt spannend. Also, das finde ich sehr interessant. Gorka habe ich gerade mal einen Bogen gemacht. Ja, 31 Leben noch. Sehr dynamisch das Spiel. Dynamischer als früher. Ich glaube, die wollte die Leute abfangen, die da aus Gorka kamen. Aber das wollte ich diesmal nicht. Eine M24, ja, nice. Mit der möchte ich eine Runde spielen. Ich loote sehr langsam. War auch schon immer früher, so ein bisschen mein Nachteil. Boah, brauchte sie lange, um ins Scope zu kommen, Alter. Hui. Meine Herren. Ein Kompensator, eine komplett ausgerüstete M416. Das ist natürlich stark. M416 ausgerüstet ist stark. Ah, es sind auch alles irgendwelche Bots hier, habe ich das Gefühl. Kann überhaupt nichts mit anfangen mit den Gegnern. Die M416 hat einen ganz schönen Verriss. Also, da muss man wirklich gut sprayen können. Witzig ist, ich erinnere mich an so viele Spiele, die ich hier gehabt habe. An wirklich viele. Der Karte habe ich die Challenge 8, die Dinge, die du zerstörst, gemacht. Kann man sich auch nochmal gut in meinen Videos ansehen. Ist auch eine coole Runde geworden. War noch stressiger die Runde, musste man noch besser aufpassen. Aber ich habe früher auch jeden Busch gekannt hier bei dem Spiel. Das tue ich jetzt nicht mehr so ganz. Jetzt kenne ich nur jeden zweiten Busch oder jeden dritten Busch. Aber ich muss gestehen, das Mikrofon, das nervt mich hier nicht so wie bei Hell Let Loose. Was ist das denn? Da landet einer? LOL, warum? Was geht da ab?
Jo, der ist auf jeden Fall tot. Ich weiß schon, was der gemacht hat. Der ist ganz oben geflogen und hat sich jetzt am Ende erst landen lassen. Aber das macht keinen Sinn, das ist Schwachsinn. Hinter mir kommt gleich noch ein bisschen was rein, das hört man schon. Drop runter. Ich kann mir hier viel auf die rechte Schulter legen, sehr viel. Und rechte Schulter ist für die Kameraperspektive bei PlayerUnknown absolut Win. Oder es ist nice. Der wird direkt an meinem Kartenrand hier reingedrückt, der Typ. Da kommt einer angerannt. Da hinten kämpfen immer noch welche. Aber gut, ich muss los. Die Zeit reicht sonst definitiv nicht, um in die nächste Zone zu kommen. Da sind auch noch Gebäude. Da würde ich gerne hin. Motorrad. Das würde mir natürlich von der Zeit her sehr helfen. Aber jetzt so zu dem Zeitpunkt sehe ich es ein bisschen Akustik schlecht. Ich spiele schon seit 18 Minuten. Früher gingen die Runden so, ja, ich habe da welche knapp über 30. 30, 45 Minuten. Die scheinen jetzt um einiges schneller zu sein. Also es geht ganz schön flott hier. Und man findet auch immer das Loot, was man braucht, in ausreichender Menge. Diese ganzen überflüssigen Waffen, die man wegschmeißt und dann weiter lootet, haben sie irgendwie alle rausgenommen, habe ich das Gefühl. Hinter mir wird jetzt ganz schön was reinkommen. Es wird jetzt dreckig. Es gibt jetzt hier so ein paar Compounds, die sind Deckung. Der ist ein gepanzertes Fahrzeug. Keine Ahnung, wie ich die Leute da rauskriegen soll. Ja, moin. Moin, moin. Hier mit Östern lege ich mich hin, wollte ich nur mal wissen. Wahrscheinlich mache ich es sowieso nicht, also früher hat man sich gar nicht hingelegt, heute macht man es wahrscheinlich auch nicht. Höchstens in der Endzone dann halt, wenn man ganz vorsichtig und langsam spielen musste.
Oh. Ich muss weiter, ich muss los. Muss los, Brudi. Muss zusehen, dass ich vor dem anderen reinkomme. Komm schon, zieh's dir rein. Mach schon. Sehr schön. Hier noch Gebäude. Ja, da dieses kleine Gebäude bietet einen sehr viel Deckung. Wenn die eine Handgranate reinwerfen, ist natürlich scheiße. Aber ansonsten ist das Ganze wirklich okay. 12 sind noch am Start. Es kann hier natürlich hinter jedem Stein eigentlich einer stehen. Aber auf, ich glaube, das ist noch nicht das Niveau, der Rang, auf dem ich spiele. Keine Ahnung. Sie machen es halt noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich den Typen aus dem gepanzerten Fahrzeug töte. Das ist echt ein Problem. Okay, ich muss jetzt auf den zu, es hilft nichts. Wow, was für ein Scheiß. Das ist gepanzertes Fahrzeug, ey. Was Müll ist das Ding? Zu sehen, dass ich hier reinkomme. Hier ist ein riesiger Berg, um den muss ich drum rumkommen irgendwie. Bin drin, ganz am Rand aber drin. Eine Handgranate? Ne, nur ein paar Mollys. Oh toll. Oh, um Himmels Willen. Thank you.
zwei Mann noch. Scheiße, wo ist der zweite? Wo bist du? Ja, bei den Steinen wahrscheinlich. Könnte noch da, da könnte auch sein. Wo ist der letzte? 30 Minuten ist die Runde auf jeden Fall durch. Da ist er. Alter, auf dem Rang sind solche Bobs. Junge, ey. Geil. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Like oder Abo wären ganz schön. Einfach reinpacken. Ich level mich hier jetzt ganz entspannt hoch. Macht Bock. Macht auf jeden Fall Bock. Aber die Leute sind ja total schlecht. Meine Güte, sind die schlecht. Das gedauert hat es jetzt 28 Minuten. War eine easy Runde, ey. Kann ich nicht anders sagen. Viel Spaß beim Zusehen. Bis dann. Haut rein. Tschüss.